Im Radio hört man neben Nachrichten vor allem Musik und Werbung. Doch wie wird die Musik ausgewählt und warum läuft da überhaupt Werbung? Das haben wir Nico Nickel gefragt. Er leitet die Unternehmenskommunikation bei RegioCast. Das kann ich ganz, ganz schnell und in einem Wort sagen, damit wir das, was wir hier machen, auch in Zukunft weitermachen können. Wir müssen Geld verdienen. Und zwar deshalb, weil jeder Mitarbeiter, ihr habt es ja gehört, über 180, damit das die Miete hier für die Studios, für die Technik, damit die Musiktitel, die müssen wir auch bezahlen, wenn wir die spielen wollen. Da gibt es eine große Gesellschaft, die quasi für die Künstler das Geld einsammelt. Jeder Musiktitel, der bei uns läuft, kostet Geld, der muss bezahlt werden. Die Technik kostet Geld, das Ausstrahlen kostet Geld, vorrangig die Mitarbeiter. Und damit wir dieses alles bezahlen können, müssen wir Geld verdienen. Und das Geld verdienen wir, indem wir Werbung ausstrahlen. Weil jede Werbeminute, die wir im Radio haben, dafür bekommen wir Geld von denjenigen, die die Werbung bei uns schalten. Und mit dem Geld können wir all das, was wir hier machen, am Ende auch bezahlen. Wie wählen Sie die Musik aus? Das ist gar nicht so einfach. Da sind viele Menschen dran beteiligt. Das eine ist natürlich, erstmal müssen die Programmchefs, ne, wir haben jetzt hier in Leipzig beispielsweise drei Programme im Haus, machen sich Gedanken darüber, wen sie draußen erreichen möchten. Ne, will ich eher die jungen Leute im Land, will ich eher ältere Leute erreichen? Da trifft man also schon erstmal eine Grundentscheidung, will ich eher aktuelle Chart-Hit-Musik spielen oder kann da auch mal ein Oldie dabei sein oder etwas ältere Musik. Das hängt erstmal grundsätzlich davon ab. Und dann haben wir eine Musikredaktion, die regelmäßig Marktforschung macht, also heißt Leute im Land befragt, ja, welche Musik hört ihr denn gern? Dann spielen wir denen auch mal 50 Lieder vor und sagen, ja, hier hopp oder top, ne? Also Daumen hoch, Daumen runter, nervt dich das Lied, würdest du das wieder spielen, also gerne wiederhören, wie oft möchtest du das gerne hören? Solche Fragen zu speziell zur Musik stellen wir den Leuten. Und anhand dieser Marktforschung und dem, was wir über den Musikmarkt wissen, plant die Musikredaktion nachher das Musikprogramm für jeweiligen Radiosender. Für jeden Radiosender sieht das anders aus, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Energy hat eine ganz andere Musikauswahl als ein Sender wie RSA. Hängt aber wirklich ganz, ganz viel davon ab, was die Leute uns so sagen, welche Musik sie mögen und welche sie nicht mögen. Umweltschutz ist ja gerade ein wichtiges Thema, spielt auch bei Ihnen im Radio eine Rolle, das? Findet natürlich auch im Rahmen vom Programm in der Redaktion immer wieder statt. Also auch bei uns in den Themen, in den Sendungen spielen solche Themen eine Rolle. Wir hatten bei Energy Sachsen auch so Themen, wenn ein Moderator sich mal eine ganze Woche lang oder 2 Wochen lang Selbstversuch gemacht hat, müllfrei zu leben, also höchstens einen Mülleimer voll mit Müll zu machen und jeden Tag davon erzählt, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen, wenn man so lebt, wenn man versucht, Müll zu vermeiden. Auch wir beschäftigen uns auch als Unternehmen selbst damit, Umwelt freundlicher zu werden, indem wir eben darauf achten, wo und wie wir beispielsweise Strom einkaufen. Ist das Strom aus erneuerbaren Energien? Wir haben eine sehr große Autoflotte. Wir haben sehr, sehr viele Kollegen, also Autoflotte, viele Autos, weil Mitarbeiter viel im Land unterwegs sind. Machen uns natürlich Gedanken darüber, welche Autos wir an der Stelle kaufen, ne? Wie umweltfreundlich sind die, wie umweltfreundlich sind die nicht. Also es gibt viele Stellen und Ecken, wo wir natürlich versuchen, auch besser zu werden. Wir haben seit langer Zeit umgestellt auf das papierlose Büro. Das klappt noch nicht überall, logischerweise. Es gibt also eben auch Stellen, wo wir nochmal Sachen ausdrucken müssen. Aber der Großteil unserer Arbeit findet ohne Papier, ohne Druckerei oder so statt. Wenn gedruckt werden muss, dann immer bitte schön zweiseitig, am besten auch nur schwarz und weiß. Sodass wir also wirklich möglichst versuchen, an den Stellen, wo es uns irgendwie möglich ist, so umweltfreundlich wie möglich zu arbeiten. Geht noch nicht überall, aber auch wir werden da jeden Tag besser. Das war Nico Nickel, Leiter der Unternehmenskommunikation bei RegioCast.